Hallo, liebe Freunde des kleinen blauen japanischen Monsters Doraemon. Ja, ich habe heute mal wieder ein etwas älteres Ei für euch. Etwas älter heißt aus dem Jahr 2017 aus Frankreich. Da gab es nämlich Doraemon. Ich kann mich nicht erinnern, dass es die bei uns gab. Falls ja, dann hätte ich mir sicherlich damals auch eins gekauft, auch wenn ich es noch nicht auf YouTube wahrscheinlich ausgepackt hätte. Aber Doraemon ist sehr putzig, sehr niedlich und deshalb, ich hatte die Möglichkeit, auf eBay ziemlich günstig ältere Eier mal zu kaufen, auch internationale Eier. Dementsprechend mussten da drei Doraemon-Eier mit, die ich werde jetzt auch nacheinander auspacken. Also jetzt nicht hier am Stück, sondern da werden dann noch zwei separate Videos folgen. Man muss ja alles bisschen auch in die Länge strecken und mehrere Videos draus machen, dass sich das Zeug auch rentiert. Ist so. Genau, da kommen dann noch zwei andere Videos. Und heute, wie gesagt, möchte ich das erst mit euch aufmachen. Schokolade schaut schon ein wenig nicht mehr ganz optimal aus. Zum einen, also ihr könnt es ja hier schon mal erkennen, ja, es schaut schon, ja, ein bisschen mitgenommen aus. Und ich zeige euch jetzt mal eine frische Hälfte, kleine Schokolade, dann könnt ihr auch mal hier den Farbunterschied sehen. Ich weiß nicht, wie toll das in der Kamera rüberkommt, aber das ist halt hier komplett verdülpt und ja, nicht mehr lecker. Das heißt, weg damit. So, und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Wir kommen zum Doraemon. Oh, ich bin aufgeregt. Das ist tatsächlich eine Serie, die hätte mir gefallen, wenn es die in Deutschland gegeben hätte. Und das ist es. Schauen wir uns erstmal hier den Zettel an. Drei unterschiedliche gibt es. Wir haben hier den kleinen Malkasten, dann hier im Autoscooter und wir haben ja, hier in dieser kleinen Box mit Aufklebern, welche ich sehr, sehr, sehr putzig finde und natürlich die Aufkleber nie hernehmen werde, da, ja, ich da ein bisschen komisch bin wegen, ja, ihr wisst schon, Wertminderung und so weiter und so fort. Deshalb kommen die einfach nur da rein und der Doraemon kommt da drauf und der ist so goldig. Der darf sogar bei mir im Regal stehen unten. Sehr süß. Ja. Das war ein kurzes Video. Ein sehr kurzes Video. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht es gut. Bye, bye.